Nach Dynamos Derby-Sieg vom Sonntag kehrt der Alltag allmählich zurück in der Landeshauptstadt. Wenngleich man die Erfolgsserie natürlich gern weiterschreiben möchte. Das Ziel ist, diese Saison natürlich aufzusteigen. Und wir haben jetzt noch viel vor uns. Also wir lassen nicht nach und wir geben jetzt alles in den nächsten Spielen. Mit Rückkehrer Kevin Ehlers geht es für die Schwarz-Gelben in die Vorbereitungen für das Gastspiel bei Rot-Weiß Essen. Noch nie konnten die Dresdner im Stadion an der Hafenstraße gewinnen. Zuletzt gab es bei RWE ein 1:1 Unentschieden. Das war kein guter Auftritt. Ja, jeder kann sich daran erinnern, kam erst der späte Ausgleichstreffer. Und das willst du dieses Jahr besser machen. Ja, und du willst dich dieses Jahr auch so zeigen, auch in Essen, weil es jetzt das nächste Auswärtsspiel ist, wie du dich jetzt die anderen Spiele davor gezeigt hast. Ja, als geschlossene Einheit, als eine sehr gute Mannschaft. Und das musst du Woche für Woche bestätigen. Ob Dynamo den ersten Dreier aus Essen entführen kann, sehen Sie am Sonntag um 13:30 Uhr live in Sport im Osten.